Willkommen zu einem neuen Video. Heute behandeln wir so ein bisschen die Fashion-Szene. Und zwar haben mich schon einige auf Convention gefragt, woher ich zum Beispiel so Shirts oder Pullover zu Anime, Manga, Japan angehauchten Merchandise und Artikeln habe. Des Weiteren habe ich auch selbst schon auf dem Internet gesucht, wo ich zu dem Anime was finde oder so ein riesiges Print zu der und der Sache aus Japan. Im Ganzen wollen wir heute ein bisschen auf den Grund gehen. Ich habe verschiedene Shops ausfindig gemacht oder kenne die schon länger und das Ganze möchte ich euch mitteilen. Falls ihr nochmal so ein Japan oder Anime angehauchtes Fashion Video wollt zur Mode aus Japan oder zu weiteren Teilen und Shops, die Anime Artikel bieten, dann schreibt es mir gerne, ich bin gespannt und jetzt fangen wir mal an, die Sachen vorzustellen. Als erstes möchte ich euch die Seite Design by Humans vorstellen, da ist der Name Programm. Unter anderem findet man immer mal wieder schicke Motive zu Anime und Japan Styles. Die Motive bekommt ihr sowohl als Shirt, Hoodie, Tanktop und. Der Preis mit $24 für ein T-Shirt und $44 für ein Hoodie gehen dabei voll klar. Die Qualität ist in Ordnung, es ist aber noch Luft nach oben. Selbst gezeichnete Charaktere und Welten bekommt ihr auf Boom Slang vorgesetzt. Spezialisiert wurde sich auf T-Shirts und Poster. Es gibt zwar nur eine verhältnismäßig kleine Kollektion mit rund 12 Motiven, dafür merkt man aber die Liebe zum Detail bei jedem Einzelnen. Zwischen $30 für ältere und $35 für neue Motive bekommt ihr ein gut verarbeitetes Shirt, das die Leidenschaft zum Anime zeigt. Der Preis ist dennoch hoch angesetzt. Meine Buddies der Band Neo Tokyo Free haben sich nun auch an Anime-Apparel gewagt und veröffentlichen seit kurzem Kleidung zum Thema Anime. Ihr bekommt angesagte Schnitte und eine hohe Qualität, die ihren Preis gerechtfertigt. Hoodies, kleidähnliche Shirts für Girls, Kissen, limitierte Motive und. Aufmachung und Design sieht super aus und ist mega bequem. Ein T-Shirt kostet um die $33 und ein Hoodie $70. Allerdings ist die Verarbeitung auf eine lange Haltbarkeit ausgelegt und macht euch zu Otaku-Fashion-Göttern. Venivici ist ein Shop aus Frankreich, der Shirts zu Popkulturthemen, Filmen, Games und eben Anime im Programm hat. Besonders im Sommer sind die Shirts ein Highlight, da sie angenehm leicht sind und einen bequemen Schnitt bieten. Ihr könnt sogar eigene Motive für die Shirts auswählen. Die Qualität ist super, nach ein paar Mal waschen verlieren die Shirts allerdings etwas an Farbe. Preislich ist das Ganze zwischen 25 und €30 einzuordnen. Besonders Hoodies für €39 sind im Vergleich zu der Konkurrenz aber dann doch recht günstig. Kizaru Animanga ist mir über Instagram aufgefallen, macht einen professionellen Eindruck und im Shop bekommt ihr ein komplettes Sortiment zu Jacken, Shirts, Hosen, Schuhen und etlichen weiteren mit ständigen Updates. Der Preis ist zwar nicht in Euro oder Dollar, dürfte mit PayPal aber kein Problem darstellen und im Mittelfeld liegen. Quasi ein H&M für die Anime-Szene. Panic Pop bietet Nerd-Stuff, hauptsächlich zu Cartoon und Anime, wo ab und dann aber immer wieder mal interessante Stücke dabei sind. Aktuelle Streetwear ist zudem zusätzlich vertreten. Auch hier bekommt ihr das Rundum-Paket und zahlt für ein Shirt knapp $15 und einen Hoodie zwischen $35 und $60. Die Qualität richtet sich auch immer etwas nach dem Preis und ist daher eher auf eine kürzere Tragedauer ausgerichtet. Hot Topic ist ein riesiger Online-Store und auch hier kommt immer mehr Anime-relateder Content hinzu. Die Preise liegen bei $20 pro Shirt und sind von der Qualität her ähnlich wie Panic Pop. Kaomoji ist quasi der Hipster unter den Otaku-Stores. Hauptsächlich Fonts, K-Pop, kleidungsähnliche Schnitte und ein einprägsames Konzept lassen euch mit eher cleanen Shirts mit dezenten Highlights basic wirken. Durch die Texte oder Bilder ist der Anime-Zug aber gegeben. Gute Qualität und auch für alle, die es etwas schlichter mögen. €23 pro T-Shirt. Just Saiyan ist der inoffizielle Begriff für Anime-Helden kombiniert mit Trainingskleidung. Shirts zu One Punch Man, Dragon Ball, Full Metal Alchemist, Naruto oder Digimon, die für das Training geeignet sind und wohl am besten aussehen, wenn ihr den entsprechenden Körperbau dafür habt. Verarbeitung und Stoff ist qualitativ wie Sportkleidung von Nike oder Adidas. Preislich bewegen wir uns bei knapp $40. Life Heroes ist eine Plattform, auf der unterschiedlichste Designer ein Zuhause finden.
großflächige Prints, ausgefallene Motive und viel Spielraum für Ideen finden dort ihre Heimat. Der T-Shirt-Preis ist regulär, 29 Euro und Pullover ab 49. Die Qualität ist wie bei Neo Tokyo, also sehr hochwertig. EMP ist vor allem unter Rock- und Metal-Fans wegen ihrem Merchandise bekannt. Mittlerweile bekommt man im Store aber auch Merchandise zu Filmen, Videospielen und eben Anime. Die Qualität und der Preis variiert von Hersteller zu Hersteller. Manchmal gibt es aber auch exklusive Highlights, wie zum Beispiel den Blazer des Joker aus Suicide Squad. Das gezeigte One Punch Man T-Shirt gibt es dort zum Beispiel für 20 Euro. Der Service von EMP ist hervorragend und es wird direkt aus Deutschland geliefert. Auf IOHawks bin ich auch kürzlich durch Instagram gestoßen und sehr von den Preisen überrascht. Etliche Pullover reduziert auf knapp 23 Dollar und die Vorschaubilder sehen hochwertig aus. Mehr kann ich euch dazu nicht sagen, für den Preis aber eine Bestellung wert. Pink City ist ein Popkultur-Fashion-Brand, das jüngst mit ihrer Kollektion zu Pokémon Go auf sich aufmerksam gemacht hat und bekannte Cosplayer wie Jessica Nigri die Marke unterstützen. Knapp 30 Dollar für ein Shirt und ca. 50 für ein Pullover. Qualitativ hochwertig und sehr ins Auge stechend. Epic Loot betreibt auf ihrer Seite hauptsächlich Kleidung zu Games wie League of Legends oder Overwatch, hat aber auch einen kleinen, aber feinen Anime-Part im Gepäck. Altbewährt gibt es T-Shirts für 25 und Hoodies für 50 Dollar. Über die Qualität kann ich nicht viel sagen, schön, dass aber auch sehr ansprechende Designs zu Akira oder Kingdom Hearts ihren Platz auf der Seite finden. Sakat Apparel richtet sich hauptsächlich an weibliche Käufer, die einen bunten Look und eng geschnittene Tops mögen. Die Produktion wird gut sein, denn der Hersteller hat sich in der Szene schon länger einen Namen gemacht und der Preis von 40 Dollar pro Shirt oder Top ist schon hoch angesetzt. Außerdem werden nur Shirts und Tops angeboten. Zu guter Letzt möchte ich euch wohl eines der bekanntesten Marken direkt aus Japan vorstellen. Cospa. Großflächige Prints zu originalen Anime in sehr guter Qualität. Die meisten englischsprachigen Shops wie J-Box und deutschen wie Ladenzeile.de verlangen aber teils schon unmenschliche Preise für ein T-Shirt. Der Preis ist bei 65 Dollar angesiedelt, wo jeder selbst wissen muss, ob es ihm das wert ist oder ob er auf eine der Alternativen zurückgreift. Könnt ihr euch das Ganze direkt in Japan kaufen oder aus Japan bestellen, dürfte der Preis im normalen Mittelfeld liegen. Alles andere ist schon sehr happig. So, ich hoffe, falls ihr daran interessiert wart, dass ihr jetzt einen Shop gefunden habt, wo ihr das Nötige bestellen könnt. Und falls ihr einen kennt, der hier nicht dabei war, den ihr auch qualitativ gut oder günstig findet, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare und ich kann es zum Beispiel in dem nächsten Teil behandeln. Schreibt mir gerne noch, was ihr sonst so für Videos haben wollt. Und wie immer gilt, abonnieren oder eine Genki-Dame akkassieren. Ciao!